Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem nächsten Screencast, in dem wir auf weitere Verfahren der Kostenträgerstückrechnung eingehen. Ein sehr verbreitetes Verfahren in der Kostenträgerstückrechnung ist die Zuschlagskalkulation. Sie ist geeignet für Mehrproduktunternehmen, also für Unternehmen, die heterogene Sach- oder Dienstleistungen herstellen und verkaufen. Das Vorgehen gliedert sich in mehrere Schritte, wobei zunächst eine Differenzierung nach Einzel- und Gemeinkosten stattfindet. Wie Sie in den verschiedenen Folien vorher schon gesehen haben, werden die Einzelkosten bei solchen Verfahren direkt auf die Kostenträger zugeordnet. Die Gemeinkosten werden dann in die verschiedenen Bereiche gegliedert, also auf die verschiedenen Kostenstellen möglichst verursachungsgerecht verteilt. Letztendlich landen die Gemeinkosten auf den Endkostenstellen, die sich zum Beispiel in Bereiche wie Material, Fertigung, Verwaltung und Vertrieb unterteilen lassen. Durch die Gegenüberstellung dieser gegliederten Gemeinkosten mit den jeweils zugehörigen Einzelkosten ergeben sich Zuschlagsätze. Wenn man also die Gemeinkosten im Materialwirtschaftsbereich den Einzelkosten des insgesamt verbrauchten Materials gegenüberstellt, so erhält man den Materialgemeinkostenzuschlag. Im Kapitel Kostenstellenrechnung habe ich Ihnen das ja schon sehr ausführlich beschrieben. Bei der summarischen Zuschlagskalkulation als einer Form der Zuschlagskalkulation gibt es nur einen wenig differenzierten Gemeinkostenzuschlagsatz für alle Endkostenstellen. Verbreiteter hingegen ist die differenzierte Zuschlagskalkulation, so wie ich sie vorhin beispielhaft genannt habe, also differenziert nach verschiedenen Endkostenstellen oder Bereichen. Wir haben uns im Zusammenhang mit der Kostenstellenrechnung und dem BRB ja bereits ausführlich mit diesem Thema befasst. Ein Vorteil der Zuschlagskalkulation ist die Tatsache, dass es sich um ein ausreichend einfaches Verfahren handelt, welches unter anderem auch deswegen eine breite Anwendung findet. Als Nachteil ist zu erwähnen, dass durch einen steigenden Mechanisierungsgrad in der Fertigung die Gemeinkostenzuordnung ungenauer werden kann, was sich in Zusammenhang mit sehr hohen Zuschlagsätzen, also einem ungünstigen Verhältnis von Einzel- zu Gemeinkosten, fehlerverstärkend auf die Kostenrechnung auswirken kann. Im nächsten Screencast gehen wir dann noch auf weitere Verfahren der Kostenträgerrechnung ein. Herzlichen Dank und tschüss, bis dann. Thank you.